Guten Tag, Putin ist in aller Munde und ich habe heute hier, das kann man wahrscheinlich so sagen, einen der hartnäckigsten oder überzeugtesten Putin-Verteidiger in Deutschland. Vorstellen braucht man ihn wahrscheinlich nicht, langjähriger, schüttelt mit dem Kopf, langjähriger Bundestagsabgeordnete, früher für die SPD, dann für die Linke, Musikproduzent Dieter Dehm. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Boris. Wir waren ja per Du. Genau. Ist politische Kultur in meinen Augen, dass auch wenn man politisch ganz unterschiedlicher Meinung ist, dass man das trennen kann vom Persönlichen. Und bei all unseren Fehlern, da sind wir, glaube ich, vorbildlich, dass wir einfach sagen, man kann persönlich nett und freundlich miteinander umgehen und anderer Meinung sein. Das klappt ja sonst, das klappt bei manchen nicht so gut. Ja. Besonders in der Corona-Frage hat es bei vielen nicht geklappt. Ja, sehr stark. Ja, und selbst jetzt wahrscheinlich. Wie siehst du Putins Krieg gegen die Ukraine? Ist das für dich verteidigst du den oder bist du da wie die Krone Schmalz? Oder ich glaube auch Sarah Wagenknecht hat ihn jetzt eindeutig verurteilt. Verurteilst du das? Also natürlich ist jeder Völkerrechtsbruch zu verurteilen. Den habe ich auch verurteilt. Wirst du auch bei mir finden. Ich bin auch nicht Putin-Verteidiger, aber ich bin weiterhin Putin-Versteher. Wenn das kein Todesurteil in den Medien ist, dann bin ich das nach wie vor. Und ich finde auch in einem Krieg dieser Art, ich bin kein Putin-Verteidiger und verteidige auch keinen Völkerrechtsbruch. Aber ich versuche natürlich bei einem solchen Krieg, das unterscheidet ihn von dem Krieg der Sowjetunion gegen das faschistische Deutschland, die beiden Seiten eigentlich zu verstehen. Ich will nur auf dem Hintergrund sagen, ich war stellvertretender Ausschussvorsitzender im Bundestag für Auswärtige Kultur. Mein Vorsitzender war Peter Gauweiler. Wir fuhren nach Kiew und nach Moskau, wir beide. Und im Kiewer Fall sagt dann Peter Gauweiler immer, ich bin ein Rechter, so wie ihr. Aber hier sitzt mein marxistischer Freund Dieter Dehm und wir schaffen es auch irgendwie ein Verständnis füreinander zu haben. Und dann sind wir weiter nach Moskau geflogen. Und dann habe ich gesagt, herzliche Grüße von Sarah Wagenknecht, da leuchteten denen die Augen. Hier sitzt mein rechter Freund Peter Gauweiler und wir verstehen uns. Es muss doch einen Gesprächsfaden geben. Das ist meine Herangehensweise. Da hat ja auch niemand etwas dagegen, gegen einen Gesprächsfaden, selbst in dieser Position. Aber Dieter, jetzt du redest immer sehr viel von den Ängsten und Besorgnissen der Russen und ich höre bei denjenigen, die Putin verteidigen, immer so wenig über die Ängste und Besorgnisse der Ukrainer, weil die russischen Ängste, die muss man ernst nehmen, bin ich völlig bei dir. Das ist auch ein wichtiger Faktor, aber die Ukrainer haben ja auch massive Ängste. Die hatten den Holodomor, als Millionen Ukrainer vom Kreml, vom Stalin absichtlich in den Hungertod getrieben wurde. Dann haben sie freiwillig ihre Atomwaffen abgegeben. Die waren das erste Land der Welt, wenn ich richtig informiert bin, vielleicht gibt es andere Präzedenzfälle, die freiwillig auf Atomwaffen verzichtet haben und sich dann im Budapester Memorandum dafür von Großbritannien, USA und Russland haben zusichern lassen, dass die ihre territoriale Integrität schützen werden in Zukunft. Und dass sich die Ukrainer dann Sorgen machten, dass das nicht funktioniert, da sehen wir ja jetzt, dass diese Ängste begründet waren. Haben wir die nicht ernst genug genommen vielleicht? Also Sorgen von Menschen, Ukrainern und Russen bei einem Krieg muss man deswegen immer ernst nehmen, weil es immer die kleinen Leute sind, die es trifft. Aber was die Atomwaffen anbetrifft, Boris, die gehörten der Sowjetunion und nicht der Ukraine. Dennoch gab es endlos lange Verhandlungen, die standen auf ukrainischem Gebiet, gehörten aber der Sowjetunion. Ja, aber die gab es ja nicht in die Sowjetunion. Ja, die gehörten warte mal, das war nicht... Also ich muss das korrigieren, das war nicht freiwillig. Es waren endlose Verhandlungen und in einem Tauschgeschäft wurde gesagt, wir erkennen von Seiten Russlands die territoriale Unversehrtheit Ukraine an und dafür werden... du hast es gerade gesagt, lass mich den Satz gerade zu Ende. Und dafür werden die Atomraketen abgegeben. Deswegen ist es umso unverständlicher, dass Selenskyj auf die Münchner Sicherheitskonferenz fährt und sagt, für ihn spielt dieses von dir zitierte Budapester Abkommen jetzt keine Rolle mehr. Er ist dafür, dass
Atomwaffen auf ukrainischem Gebiet stationiert werden. Das ist im Vorfeld dieses Einmarschs, der für mich ein Teil Fortsetzung eines Krieges ist und nicht der Beginn vor jetzt einer knappen Woche, sondern die Fortsetzung eines Krieges ist, eine der verschärfenden Maßnahmen, eine der Provokationen gewesen. Und deswegen die Sorgen sehen, aber eben auch die Sorgen der ja nicht schwachen Opposition. Chari sitzt in Katalonien, weil er sich von Rechtsradikalen, die ja mit der NATO-Fahne und mit der Hakenkreuz-Fahne postieren, verfolgt führt. Das ist ein Whistleblower oder wenn man das so, ein Dissident, der will nicht mehr in der Ukraine leben, kann nicht mehr da leben. Sind, ob das jetzt 12 oder 14.000 waren, aber so viel Tote auf dem Gebiet von Donetsk und Donbass durch Überfälle verzeichnet worden. Mein Eindruck, wenn du ein bisschen schon etwas Vorgriff vielleicht auf das von dir weiterhin so geplante Gespräch gestattest, ist, dass Putin sich hier hat provozieren lassen in etwas, was ich deswegen verurteile, weil ich auch glaube, dass es ein bisschen nach der Blueprint Sowjetunion Afghanistan läuft. Also ich habe das Gefühl, dass sein Fehler darin besteht, dass er nicht einfach nur die Sicherheitsinteressen vertreten hat, sondern geglaubt hat, mit einem militärischen schnellen Feldzug sich da die Verhandlungsposition verbessern zu können, die ja vom Westen völlig ausgeschlagen worden waren. Also keiner der diplomatischen Reisenden hatte irgendwie ein Pitzelchen an Angebot im Gepäck, als sie da, also weder die Baerbock noch der Scholz. Also es, wenn die nur gesagt hätten, wir garantieren das Budapester Abkommen und es wird keine Stationierung von NATO-Truppen auf dem Gebiet geben, glaube ich, wäre das durchgedrungen und wäre das auch umso unverständlicher, wenn Putin darauf nicht eingegangen wäre. Lass mich auf die einzelnen Punkte eingehen. Budapester Abkommen. Die Russen haben das massivst verletzt. Sie sind Garanten dafür, dass die Ukraine territorial intakt bleibt. Und ohne Atomwaffen marschieren sie auf der Krim ein und besetzen Teile der Ostukraine. Danach sagt die Ukraine jetzt, Selenskyj, nachdem Putin 100.000 Mann an der Grenze auffährt, dann sagt er, wir glauben jetzt nicht mehr daran, wir wollen wieder Atomwaffen. Das halte ich für mehr als nachvollziehbar. Wie soll er denn noch daran glauben, wenn derjenige, der garantiert hat, dass er der Garant für die ukrainische territoriale Unversehrtheit ist, wenn der einmarscht und dann noch an dieses Memorandum glauben und du wirfst das jetzt noch den Kiewern vor. Dieter, das halte ich wirklich, ich versuche jetzt ein diplomatisches Wort zu verwenden, das halte du ich für sehr... Du musst es auch ganz ruhig undiplomatisch sagen. Für sehr, nein, ich will ja freundlich sein, das halte ich für sehr mutig in der These, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Ukrainer haben eben gelernt, wir haben die Atomraketen abgegeben, die genauso der Ukraine gehörten wie die russischen dann Russlands, weil sie eben auf diesem Territorium waren. Und die, ja, siehst du, schüttelst den Kopf, aber da sieht man schon wieder diese, woher kommt dieses nicht zu ernst nehmen der Ukrainer? Die Ukrainer haben die größten Blutzoll gemeinsam mit den Weißrussen im Zweiten Weltkrieg haben die gehabt. Die haben am meisten gelitten mit den Weißrussen unter der deutschen Okkupation. Und wir lassen sie einfach so gerne links liegen. Das Zweite, in der Ukraine gibt es jemand, der sich bedroht fühlt als Whistleblower. Wie viele gibt es in Russland, die sich bedroht fühlen als Whistleblower? In Russland wurden Gegner von dem Regime, werden bis heute umgebracht. Selenskyj ist in völlig freien, völlig demokratischen Wahlen mit weit über 70% gewählt worden. Und wer für mich wirklich einen faschistischen Eindruck macht, das sind Leute wie Dugin, die mit Putin eng sind, der von Rassen spricht, davon, von einer Überlegenheit und dergleichen. Wenn man sich Leute wie diesen Dugin anschaut, der in der russischen Propaganda allgegenwärtig ist, da macht es mir wirklich Sorgen, dass er faschistisch ist. Wenn wir uns die Ostukraine anschauen, dann muss ich sagen, ich habe da auch viele Bekannte und Informationen, dass man damals einfach massiv dort von russischer Seite interveniert hat und einen Konflikt angezettelt hat, der so nicht
da gewesen wäre ohne den massiven russischen Einmarsch. Und ich habe mir extra vor unserem Gespräch nochmal die ganzen OSZE-Aufzeichnungen angeschaut. Und OSZE ist dort wirklich unabhängig, das sagen auch die Russen. Wenn ich mir dann anschaue, Verletzung der Bewegungsverbote und alles, teilweise über 80% die abtrünnigen Gebiete, teilweise unter 20% die Ukrainer. Bei den Waffensachen ist es relativ unklar, weil da einer schießt der andere, dann kann man es immer wieder nicht herausfinden. Und das so darzustellen, als ob da die bösen Ukrainer diese armen, abtrünnigen Republiken malträtieren, das halte ich für sehr gewagt. Und jetzt von einem Völkermord, da wie Putin das macht, in der Ukraine zu sprechen. Also Dieter, wir sind beide erwachsene Menschen. Völkermord. Boris, sei mir nicht böse. Ich muss mir ja nicht das Sprech von Putin angewöhnen, nur weil du jetzt mich als Putin-Freund hier eingeführt hast. Verwende ich den Begriff Völkermord höchst vorsichtig, aber ich bin auch genauso vorsichtig, was dich anbetrifft, was den Vergleich mit Faschisten anbetrifft oder mit Hitler für die Propaganda. Wenn du gestattest, dann möchte ich einen kleinen Einschub machen. Die Propaganda, die dich und mich und dich in der Bundespressekonferenz von bestimmten Medien immer verfolgt, weggedrückt und unterdrückt hat. Und du weißt, dass ich und meine Freundinnen und Freunde bei dir da gestanden haben, ist ja jetzt dieselbe, die in das Horn bläst, Putin sei der Nachfolger Hitler. Das ist dieselbe Propaganda, die wir beim Irakkrieg gehört haben. Nicht nur, dass da Giftgas im Sand verbuddelt sei, sondern dass der Saddam Hussein der neue Hitler war, Milosevic war der neue Hitler, jetzt ist Putin der neue Hitler. Man sollte nicht so inflationär mit dem Begriff des Faschismus umgehen. Den würde ich also nicht. Was feststeht, ist, dass die beiden Verbände Azov und Aidar faschistische Verbände sind, dass sie mit NATO- und Hakenkreuzfahnen posten und dass sie an dem Innenministerium unterstellt sind und dass sie an diesen Überfällen auf Donetsk doch erheblich beteiligt waren. Was feststeht, ist, dass 4 kritische Fernsehsender in der Ukraine verboten wurden. Das ist nicht nur der Schari, den ich vorhin genannt habe, das ist auch die Friedenspartei, die verboten wird, deren Büros zerschlagen worden sind von rechten Verbänden. Und das muss man auf dem Hintergrund auch sehen. Die Leute, die in Odessa, ich glaube 2014 war das, das Gewerkschaftshaus mit, ich glaube, über 40 Menschen angesteckt haben, den Leuten nicht gestattet haben, aus dem gebrennenden Gebäude zu fliehen, sind nie vor Gericht gestellt worden in der Ukraine. Und es sind eine Menge Dinge, die eben auch von beiden Seiten gesehen werden müssen. Ich danke dir immer für die Informationen, weil ich wirklich auch nicht zu denen gehöre, die das Meinungsregime in Russland für, sagen wir mal, ich sage es jetzt auch wieder so diplomatisch wie du, nicht für ausbaufähig hielten, aber sehr vorsichtig jetzt gesagt, sondern das ist nicht meine Position. Nur diese sogenannten Volksrepubliken haben, ob das jetzt 12.000 oder 14.000 sind, da streiten sich die Gelehrten. Und du hast recht, die OECD zu zitieren, nur die zitieren eben einen täglichen Anstieg. Der war im Durchschnitt irgendwo so bei 300 im letzten Jahr täglich, Übertritte mit Explosionen, derselben Eskalation. Dann stiegen die in den letzten 30 Tagen vor der Anerkennung des Donbass an auf über 400. Dann in relativ schneller Zeit, in den 7 Tagen, bevor Putin diese Anerkennung gemacht hat, auf über 1000 und dann auf 1600 am 23. Februar, also ich glaube, dem Tag der Anerkennung, dem Tag vor der Anerkennung. So ähnlich war noch die Explosion. Die sind weitestgehend von der ukrainischen Armee auf das Gebiet von Donetsk und der sogenannten Volksrepubliken verübt worden. Das ist der Hintergrund, weshalb ja nicht die Partei Putins den Antrag gestellt hat, diese Volksrepubliken anzuerkennen, sondern die mir durchaus näher stehende kommunistische Partei den Antrag gestellt hat. Und das ist ja, der ist ja mit knappen Mehrheit, ich glaube 40 Stimmen, 310 zu 350 oder so irgendwas, in der Duma dann abgestimmt worden, nachdem er monatelang von der Putin-Partei vertrödelt wurde und in die Ausschüsse geschickt worden war. Der lag ja schon ganz lange vor. Und dann erst mit diesem Anstieg dieser Überfälle auf die Volksrepubliken, bei denen auch Kinder ums Leben kommen sind, aber die Kinder wird man immer in solchen Kriegen dann natürlich zitieren auf beiden Seiten. Das ist dann auch immer so furchtbar. Und Krieg ist ja immer etwas Grauenhaftes. Also das kann man nie gut finden, auch als Mittel der Politik nie gut finden.
Aber ich will nur sagen, die beiden Seiten müssen gesehen werden. Ich will übrigens nur, um das nochmal sagen, darauf raus, wenn man zu irgendeinem Ende dieses Krieges kommt, und ich hoffe, der kommt bald, und du wirst es auch hoffen, dann müssen unser beider Sichten, durch wen auch immer vertreten, dabei berücksichtigt werden. Also es geht, alles in der Weltgeschichte endet immer in einem Kompromiss. Das kann ein stinkender, fauler Kompromiss sein, und es kann ein Kompromiss sein, der in die Zukunft weist. Aber alles endet in einem Kompromiss. Ich kenne nichts, selbst die Oktoberrevolution, nicht die Französische Revolution, nichts, was nicht in einem Kompromiss Hitler, geendet hat. Hitler 45? Hm? Was sagst du? Hitler 1945, das war doch kein Kompromiss. Na, entschuldige, natürlich war das, was die faschistische Elite anbetrifft, kein Kompromiss. Aber die darunter, die Hitler finanzierenden Finanzkapitalisten, Krupp, Stinnes, Thyssen, alle die, die Deutsche Bank, die ja den Adolf Hitler, die Adolf-Hitler-Spende kreiert hatte, mit der wurde ein Kompromiss gemacht. Die hat fortbestanden. Ich meine, man muss sich das vorstellen, eine solche Verbrecherinstitution wie die Deutsche Bank, die Auschwitz finanziert hatte, die an dem Zyklon B, dem Gas, verdient hat, hat weiterhin ihre großen Lettern in Frankfurt in der Innenstadt auf einem riesengroßen Gebäude pranken gehabt. Das sind immer auch Kompromisse. Ich will nur sagen, die Sichten müssen zusammenkommen. Dass so schwer es fällt, ein Kompromiss ist immer auch die Anerkennung des gegenteiligen Standpunkts. In dem Satz von Rosa Luxemburg mit den Andersdenkenden, öfters strapaziert, gelegentlich inflationiert, liegt auch die Begründung, dass ich kann die andere Meinung nicht ins Weltall beamen. Sie ist da. Und man muss die Interessen auch derer, die Demokraten sind in der Ukraine und es mit Russland nicht wollen, zur Kenntnis nehmen. Es muss einen Weg geben, und da sind wir beide auch aufgefordert, die wir ja miteinander einen durch viele Täler und blaue Flecken und Schläge gegangenen Weg gegangen sind, was eben diese Corona und andere Fragen anbetrifft, sind wir beide mit unseren Standpunkten auch gefordert, die klar zu formulieren, aber dann zu schauen, wo liegt eine Lösung. Jetzt hast du viel erwähnt, also bei diesem Beschuss Donetsk, da muss ich nochmal sagen, also die OSZE gibt das nicht her, was du sagst. Und ich habe nun wirklich 16 Jahre in Russland gelebt, das weißt du, ich liebe das Land, das ist meine zweite Heimat, ich wünsche mir nichts mehr als eine Also enge das sind die Statistiken. Das sind die Statistiken des Russland. Anstiegs der Überfälle auf die, von der OECD, das ist die OECD. Ja, aber nicht, da ist nicht welche Seite, also die ich habe, da ist nicht welche Seite. Musst Doch. Du mal, zeig mal, wo steht das da? Nein, in dem Beitext steht es drin, das ist die übrig, die ich jetzt rausgedruckt habe, die übrig gebliebene Statistik. Beim Beitext steht, dass das überwiegend... Zeig. Ja, wo steht da... Nein, ich habe doch gesagt, das ist nur die Statistik, das ist ein langer Text, in dem aber überwiegend die Seite der Ukrainer hier kritisiert wird und nicht, und der wurde natürlich immer zurückgeschossen, das ist ja klar. Aber mein Eindruck ist, dass das das Präludium war, um Putin in diesen Krieg hinein also für meine Begriffe ist das, was das Pentagon wollte, auch mit Hilfe von Putin in vollem Umfang aufgegangen. Also ich habe andere OSZE-Daten, das müssen wir danach dann nochmal abklären. Ich habe auch extra noch mit jemandem gesprochen, den ich persönlich kenne, der in dieser OSZE-Mission war, und der hat mir es so erklärt und hat mir auch die Links geschickt. Dann haben wir da unterschiedliche Angaben ganz offensichtlich. Aber jetzt nochmal zurück, also immer dieses Narrativ mit der faschistischen Ukraine, das Azov-Regiment. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das sind faschistische Verbände, die geduldet im Innenministerium unterstellt sind und Terror und Horror und Übergriffe begangen haben, aber ich habe nicht von der, ich halte den jüdischen Mitbürger Zelensky nicht für einen Faschisten. Genau, das ist wichtig, und da muss man auch immer dazu sagen, dass, also erstens sind die, da können wir lange darüber streiten, was da wirklich faschistisch ist und was Kokettieren mit Symbolen ist, und das andere, die wurden damals eingebunden, weil die Ukraine eben angegriffen wurde. Aber dann sind wir uns ja einig, es gibt dort zweifelhafte Verbände, oder die gab es, über die man völlig streiten kann, aber die sind nicht stimmungs
geben für die gesamte Ukraine. Und wenn jemand hier sich hinstellt und sagt, die Ukraine ist faschistisch, dann haben wir einen Konsens, dass das nicht der Fall ist und dass Selenskyj mit über 70% demokratisch, also genauso demokratisch wie bei uns, sagen wir es mal so, gewählt wurde. Da sind wir uns auch einig. Ja, also das ist ja jetzt schon mal ein Grundkonsens, dann, den wir hier Was ich nur nicht verstehe, ist, Selenskyj schwankt da jeden Tag wie ein Rohr im Wind und will man ihm das in der jetzigen Situation auch nicht so kleinlich vorwerfen. Aber er spricht noch vor wenigen Tagen von dem Angebot der Neutralität an Russland. Das war, glaube ich, ein oder zwei Tage, nachdem der Angriff da gerollt ist. Dann nimmt er das wieder zurück. Dann wird gesagt, wir wollen uns in Weißrussland treffen. Dann sagt er nein. Dann haben andere Orte angegeben. Und jetzt scheint man sich wohl gerade in Verhandlungen zu befinden auf... Du wirst es besser wissen. An der Grenze. Und so, das kann ich ja nur zu meinem atheistischen Gott beten, dass es hilft. Aber jedenfalls schwankt er hier auch. Und wenn dieses Angebot früher gekommen wäre, also wenn Scholz, wenn Baerbock, den ich hier wirklich heftige Vorwürfe mache, gesagt hätten, wir sind die ehrlichen Makler, bin ich ziemlich sicher, dass wir heute keinen Krieg hätten. Also keine Einmarsch hätten. Zu dem Vorwurf an Selenskyj. Also ich schaue ja immer auch russisches Fernsehen und da hört man dann, wir wollen nicht, dass die sich ergeben, weil wir den Faschisten Selenskyj umbringen wollen. Furchtbar. Dass jemand, der das hört, dass der dann vielleicht mal ein bisschen hin und her schwingt. Also Dieter, das musst auch du als jemand, der anders Putin sieht als ich, da musst du fair sein, dass du sagst, also ich bin nicht so fair, sondern Handeln nach Belarus will, wo die zusammen sind und wo in Russland gesagt wird, also da darf man ihm wirklich, also da sollten wir, das sind wir uns einig, sehe ich. Das ja, ist Boris, nur ich will trotzdem, weißt du, du hast ja mehr Verständnis dahin, ich habe mehr Verständnis dahin, deswegen appelliere ich ja an die Konsensfindung von diesen beiden Standpunkten, die natürlich für uns mit unter unseren bequemen Diskussionsumständen leicht zu fordern ist. Wir sind ja nicht an der Front. Du hast eine grüne Palme hinter dir. Ich habe andere grüne Zeichen hinter mir und rote. Das ist ja, wir haben ja nicht den Pulverdampf auszuhalten, den andere jetzt auszuhalten haben. Aber ich finde nur, in dem Zusammenhang, wenn dort nicht gesagt worden wäre, also, Selenskyj, ich werde im Donbass an Weihnachten Selfies posten. Das ist ja ein Generalangriff auf diese Republiken. Das war ist ja von ihm ein ziemlich... Also ich höre das jetzt zum ersten Mal. Das müsste man wirklich nachprüfen. Den Satz gibt es von ihm. Wann? Den Satz gibt es von ihm, ich werde aus dem Donbass Selfies posten an Weihnachten. Wann hat er das gesagt? Ach, 3 Wochen vor dem Einmarsch, eine von diesen Anfällen, die er gelegentlich hat, wo er ein bisschen größenwahnsinnig wirkt auf mich. Und dann dieses Ding mit dem Münchner... Weil in diesem Krieg weiß man wirklich nie, was... Ja, gut. Also wir werden das nachprüfen, Prüfungsaufgabe. Dann diese Geschichte mit dem Münchner Sicherheitsabkommen und wir werden Atomwaffen dort. Man muss das immer auf dem Hintergrund sehen und das tust du ja auch. Und wenn wir beide uns auf Willy Brandt berufen... dann tun wir es auch. Ich glaube, das war ein wesentlicher Grund. 27 Millionen Tote, die im Namen des Landes, aus dem wir beide stammen, dort, also wir beide und unsere Vorfahren, haben da nichts mit zu tun. Ich sehe da immer auch mehr das Großkapital in der Schuld. Und die Deutsche Bank, die übrigens diesen Feldzug genau durchgerechnet hatte, dieses Unternehmen Barbarossa. Aber auf den Hintergrund auch von Putin. Ich meine, das muss man da immer sehen. Dessen Vater hat seine Mutter aus dem Leichenberg rausgezogen, mit der Bitte an den führenden Offizier, die nochmal die selbst begraben zu können. Dann atmet die noch, dann hat er die hochgepäppelt. Dann später wurde sie die Mutter von Putin. Das sind alles Geschichten, die, wenn man da Atomraketen installieren möchte, wenn da Hakenkreuzfahnen gezeigt werden, wenn auf dem Maidan SS-Runen gezeigt werden, von den ganzen Bandera-Zeichen mal abgesehen. Ja, ich weiß, dass du da bestens darauf vorbereitet bist, deswegen will ich es auch nur kurz andeuten. Aber ich weiß schon, dass das einer der Klassiker ist, die Leute wie wir beide dann diskutieren. Aber wie wirkt das? Und so muss man auch umgekehrt, wie du völlig richtig sagst, wenn man dann sagt, den Faschisten Selenskyj, den spüren wir auf und bringen ihn um, ist das ein völlig törichtes und gewaltsames und brutales Gerede, was die Situation nur verschärft. Sondern man braucht am Ende einen Ansprechpartner,
Marionettenregierungen gibt es genug auf der Welt. Im Übrigen, also amerikanischen Präsidenten spreche ich jedes Recht ab, über Völkerrechtsbrüche auch nur einen Huster zu machen. Da sind drei Präsidenten. Was Amerika zulassen hier. Ja, trotzdem will ich das einmal mal sagen. Also wenn ich diese Verbrecher dort sehe, ob das jetzt Clinton, Obama, ja entschuldige, 11 Millionen Tote, 6 Völkerrechtsbrüche, 6 völkerrechtswidrige Kriege, die sie vom Zaun gebrochen haben. Die sollen ganz das Maul halten. Also ich finde, das sind die Deutschen, denke ich, bessere ehrliche Makler und es gibt auch andere im Internationalen. Ich glaube auch, dass der UN-Generalsekretär ein guter ehrlicher Makler wäre. Also da sind eine Menge dabei, aber man muss am Ende aufhören, die andere Seite jede Ehre abzusprechen, die so in die Ecke zu treiben, dass sie dann im Grunde genommen nichts mehr anderes kann als irgendwelchen Terror. Du drängst mich jetzt indirekt in die Rolle des Verteidigers der Vereinigten Staaten, aber den Gefallen tue ich dir nicht. Ich werde die Vereinigten Staaten jetzt hier nicht verteidigen, obwohl ich das durchaus bei allem, was man ihnen vorzuwerfen hat, ist es nicht so, dass Mexiko oder Kanada Angst haben müssten, dass morgen 100.000 Mann an der Grenze stationiert werden. Und na, aber Chile musste es haben und Kuba muss es auch. Kuba muss es auch haben. Kuba ist bis heute, ist es noch kommunistisch und ich glaube, die Menschen in Kuba leiden mehr unter dem kommunistischen Regime. Darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, aber, ob sie Angst haben. Entschuldige, aber wenn wir schon Kuba ich sagen... Nicht, lass mich doch auch ausreden, Dieter. Entschuldige. Von dem Sprachanteil, also wenn wir so... Wie in den Präsidentendebatten, dann wärst du gut davon, aber wärst du gut weggekommen, aber ich bin ja ein höflicher Gastgeber, auch wenn auch nur virtuell. Jetzt gehen wir doch mal ein bisschen in die Geschichte von Putin. Du hast das schon angesprochen. Ich kenne ihn persönlich, mehrere Begegnungen. Ich habe ihn wirklich in- und auswendig studiert. Ich kenne seine Umgebung und ich habe Bücher über ihn geschrieben. Und ich glaube, ein bisschen verstehe ich ihn. Also ich sage ja immer, ich bin eigentlich ein Putin-Versteher. Und es ist tatsächlich so, dass ihn das sehr stark prägt, dass der Untergang der Sowjetunion, den hat er immer als große Tragödie aufgefasst. Das ist für ihn die Lebenstragödie Russlands. Und seit den über 20 Jahren, die er an der Macht ist, und seit ich ihn verfolge, hat er immer diese Idee, man muss wieder dieses sowjetische, dieses russische, das muss man wieder größer machen. Das geht durch sein gesamtes Lebenswerk. Ich kann es mit Zitaten, also ich habe ja ein Buch Putins Demokratur, da ist das ja alles nachzulesen. Das hat er nie richtig verwunden. In Moskau ist immer noch dieses Imperiale. Du als Linker müsstest doch das als allererster verurteilen. Das ist doch, wenn ein Imperium sozusagen dann das Imperiale wieder möchte, das ist doch was völlig Anti-Linkes. Auch Putins Verbindungen mit den Oligarchen, dass die Freunde alle Milliardäre, nicht alle natürlich, aber sehr viele Milliardäre sind, dass da ein Raubtierkapitalismus wirklich entstanden ist. Das ist doch für dich als Linken, als Marxisten, da müssen sich doch bei dir sämtliche Körperhaare müssen sich doch da eigentlich sträuben, weil das ist doch etwas, es ist genau dieser Manchester-Kapitalismus, den man dort eigentlich unter ihm hat. Und wenn man sich das anschaut, also ich habe es zusammengeschnitten, wenn er in seinen Reden dann sagt, wir träumen davon, vor Moskau zu sterben, zitiert er Lermontow, muss man dazu sagen, das ist also hier nicht von ihm gewachsen. Er fühlt sich angegriffen von der NATO. Ich glaube, er würde jeden Lügendetektortest bestehen, dass er diese Gefahr real sieht, auch aufgrund der Familiengeschichte. Da bin ich völlig bei dir. Und jetzt ist aber die Frage, wie muss der Westen damit umgehen? Und das ist wirklich ganz unpolitisch, das ist eine extrem schwierige Entscheidung. Weil wir ja auf der einen Seite, sagst du ja auch, müssen wir auch die Interessen der Ukrainer, müssen wir auch ernst nehmen, auch aus historischer Verantwortung und der anderen Länder, deren Ängste. Und auf der anderen Seite hat man Putin mit, in meinen Augen, zu einem relativ großen Teil irrationalen Ängsten. Ich weiß, du bist ein großer Kritiker der NATO, ist ja auch völlig legitim, aber ich glaube, auch da besteht bei uns Einigkeit, dass wir beide nicht glauben, dass die NATO jetzt in absehbarer Zeit Russland überfallen würde. Also so viel, da sind wir uns einig. Ohne die Ängste jetzt irgendwie deswegen weniger zu machen. Also wir haben den Putin, der diese Angst hat, und dann haben wir die Nachbarn, die sagen, wir haben Angst vor Putin. Deine Herangehensweise wäre gewesen, den Nachbarn zu sagen, ja, tut uns leid, der Putin hat Angst, wir können euch nicht helfen. Dann hätten wir die Nachbarn behandelt wie unmündige Kinder einfach. Also wie wenn
deine erwachsene Tochter jetzt sagt, sie möchte den US-Boy heiraten und du sagst dann, du bleibst mir fern von diesem Kapitalisten und du bleibst unter meinem Dach, du kriegst zwar eine eigene Wohnung hier in meinem Haus, aber halt dich von dem fern. Ich glaube, das Grundproblem, und das ist auch überraschend, da sind wir uns wahrscheinlich ziemlich einig, ist wirklich, dass man Putin im Westen nicht verstanden hat, dass wir unglaublich wenig Ahnung von Russland haben. Das weiß ich auch in Deutschland. Ich war ja hier jahrelang auch deswegen unterwegs. Und dass wir ihn völlig verkannt haben, dass wir seine Ängste verkannt haben, dass wir verkannt haben, wie er reagiert und dass wir ihn völlig missverstanden haben. Bis zu diesem Punkt gehe ich mit dir mit. Ich denke, da können wir einen Minimalkonsens sozusagen erreichen. Die große Frage, wo wir uns unterschiedlicher Meinung sind, wenn ich das richtig verstehe, ist, dass du sagst, man hätte einfach dann mehr darauf eingehen müssen und sagen, weil er solche Ängste hat, machen wir das. Und dann meinst du, wäre der Krieg vermieden worden. Meine gegenteilige These ist, auch aus der Erfahrung von Abschreckung hinaus, dass man, wenn man darauf eingegangen wäre, dass dann immer neue Forderungen gekommen wären und dass diese Angst noch größer geworden wäre. Und da in dieser Frage kann ich nicht für mich die Wahrheit in Anspruch nehmen. Du hoffentlich auch nicht umgekehrt. Die Geschichte kennt kein Konjunktiv. Wir wissen nicht die Antwort auf diese Frage. Jetzt haben wir ja fast einen Konsens erreicht. Das ist ja erstaunlich. Wobei ich sage, ich will den ein bisschen strapazieren, um natürlich auch dann deine Großmut auszutesten. Also erstens, Oligarchen sind immer korrupt und Regimes, die mit Oligarchen kooperieren, sind auch immer sozusagen in diese Korruption mit reingezogen. In Deutschland heißen die Oligarchen übrigens Finanzmärkte und in Amerika heißen sie auch Finanzmärkte, sind auch ähnlich konstituiert. Und wenn ich sehe, wer alles jetzt an der Börse hochgegangen ist in den letzten Tagen, während Menschen leiden, dann ist das zum Beispiel Rheinmetall, das ist auch ein Oligarch, ein Rüstungskonzern. Das heißt, die Rüstung profitiert davon. Außerdem hat das deutsche Großkapital, wenn du mich jetzt schon als Marxist entlarvt hast, dann will ich auch der Rolle ganz gerecht werden, das deutsche Großkapital immer ein lüsternes Auge auf das russische Gas geworfen. Das ist seit 100 Jahren der angepeilte Punkt, den hat auch Hermann Josef Abs, der Chef der Deutschen Bank, in dem Vortrag der Reichswirtschaftsführer 41 schon zum Grund gehabt, wo er gesagt hat, wenn wir Russland jetzt überfallen und das erfolgreich tun, dann werden wir mit einem Schlag durch das Gas und auch die Menschenvorkommen und andere Naturschätze dann die Schulden des Ersten Weltkrieges gleich mittilgen. Und das Deutsche Reich war ja durch die Aufrüstung, durch zwei, also den Ersten und den Zweiten Weltkrieg, zu dem Zeitpunkt schon schwer verschuldet. Wir haben ja erst in den 80er Jahren die Schulden aus diesen Kriegen abgetragen. Das sind die Oligarchen, Hermann Josef Abs, die Rheinmetall-Chefs und die in den USA an der Börse sind. Ich weiß nicht, ob Klaus Schwab, der immer wieder viel zitierte, ein Oligarch ist, aber er hat jedenfalls die Oligarchen um sich versammelt in Davos und die haben auch ihre eigenen Interessen. Ich glaube, dass man viele Ängste hätte rausnehmen können, wenn man damals Gorbatschows Wunsch, dass Russland in die NATO aufgenommen wird, was ja dann auch, glaube ich, von anderen noch vertreten wurde, gefolgt hätte. Und warum? Warum nimmt man Russland nicht in die NATO auf und sagt, wir machen mit der NATO einen Kampf gegen islamistischen und anderen Terror und wir haben noch andere gemeinsame Ziele, die wir haben, dann hätte man Russland aufnehmen können und die Russen wären ja auch eingegangen in die NATO. Nein, Russland ist der alte Erbfeind. Und weil Russland der alte Erbfeind des US- und des deutschen Großkapitals war und bleibt, hat man Russland nicht aufgenommen. Das ist der einzig vernünftige Grund, Russland nicht in die NATO aufzunehmen, was damals mit einem Schlag die ganzen Probleme gelöst hätte. Jetzt bleibt weniger. Jetzt wäre zum Beispiel die Neutralität, ein neutraler Gürtel. Damals, da kann man natürlich auch Sonderstaaten in der NATO oder Sonderstaaten bei der EU aushandeln, alles das, glaube ich, wäre möglich gewesen, aber keine Waffenstationierung. Ich will nur mal dir sagen, weil du vorhin Kuba angesprochen hast. Die Kuba-Krise hat ja eine Vorgeschichte. Was? Du ja, ich habe sie angehört, du hast den Ball dann aufgenommen. Ich weiß, ja. Die Kuba-Krise hat ja eine Vorgeschichte. Erst waren in der Türkei Atomraketen auf Moskau gerichtet. Dann meinte die Sowjetunion, jetzt zahlen wir das denen heim und stationieren auf Kuba die Atomraketen unsererseits. Immer, was ich jetzt sage, auf der Matrix
was jetzt Ukraine und Lettland und anderswo auf Russland gerichtet sein kann. Dann haben die Amis einen dritten Weltkrieg riskiert, weil sie die sowjetischen Schiffe da abgeblockt haben. Du kennst ja den Vorgang, die sogenannte Kuba-Krise. War ja hart auf der Grenze. Und dann, was die wenigsten wissen, ist innerhalb von Windeseile ausverhandelt worden, die Sowjets ziehen ihre Atomraketen aus Kuba ab und die Amis ziehen ihre Atomraketen aus der Türkei ab. Die wurden ja auch abgezogen. Und in dem Moment, wo damals mit dem Budapester Abkommen entschieden wurde, die Atomraketen werden oder die Atomwaffen werden aus der Ukraine abgezogen, war das für die, die es damals ausgehandelt haben, eine rote Linie. Und diese rote Linie ist für Leute, die eigentlich eine atomare Abrüstung wollen, die dem Iran nicht zubilligen wollen, dass er eigene Atomwaffen hat, die es auch schlecht finden, dass Nordkorea sagt, wir existieren ja eigentlich nur, weil wir Atomraketen haben, ja, diese Logik für falsch halten, wäre es doch ein leichtes gewesen, dies in Verhandlungen aufzunehmen. Es ist nie erfolgt. Es ist auch nicht irgendein Angebot von der Außenministerin gekommen, als sie ihren lächerlichen Auftritt in Moskau hatte. Oder von Scholz gekommen, der weniger lächerlich war, aber denke ich auch, das hätte bringen können. Das heißt, die Neutralitätsansprüche sind doch keine, die ukrainischen Oppositionellen oder von Menschenrechtsverletzungen betroffen geschadet hätten. Neutralitätsansprüche, die man möglicherweise auch, du hast ja die OSZE da genannt, das ist ja eine Institution, die sollte mal zum Beispiel in Jugoslawien einen Krieg verhindern. Und statt die weiterhin aufzurüsten, die hätte man ja aufrüsten können, das ist ja eine Friedensmission, hat man sie ja abgerüstet, hat nur 2000 Leute abgezogen, kurz vor dem Jugoslawienkrieg. Du weißt das ja wahrscheinlich alles. Also man kann ja, es gibt ja Institutionen, die können einen Waffenstillstand überprüfen, Minsk, und auch die Garantie dafür übernehmen, dass keine Atomraketen stationiert werden. Dann ist vieles verhandelbar. Aber wenn nichts angeboten wird, dann ist das für Putin, ich werde als Schuljunge auf die Strafbank hinten in der Klasse gesetzt und alle machen Edge, du sitzt ja da hinten. Und das ist für ein Volk, was so gelitten hat und was jetzt dürstet nach einer Art, du hast das ja auch mit einem gewissen Verständnis kommentiert, mit diesem Trauma 89-90, dann ist das für die natürlich eine Demütigung. Und ich glaube, das ist das Letzte, was man überhaupt Völkern, aber besonders diesem Volk mit 27 Millionen Toten, die natürlich auch in der Ukraine, da waren ja ganz viele Ukrainerinnen dabei, verloren haben. Und du hast es mit dem Blutzoll ja auch richtig gesagt. Ich meine, man muss sich da mal vorstellen, der Reinhard Heydrich, dieser Mörder, musste die Ukrainer noch auffordern und Leute von den Bandera-Truppen, die jetzt wieder da mit ihren Symbolen rumhampeln und auf dem Maidan auch rumgehampelt sind, musste die auffordern, die Juden nicht auf offener Straße zu erschlagen, sondern geordnet nach Auschwitz zu bringen. Ich meine, das muss man sich vorstellen. Das gab es alles, solche Übergriffe antisemitischen. Und jetzt sind wieder Menschen abgehauen, jüdischen Glaubens, nach Polen, die einfach Angst haben, auch vor den Rechten. Das wird im Gedränge immer gerne vergessen. Natürlich ist der große Strom ein anderer, das weiß ich auch. Aber wenn nur ein Mensch jüdischen Glaubens sich irgendwo in dieser Weise am Leben bedroht fühlt, dann sollte das jedenfalls Leute mit unserer beiden Abstammung hellhörig machen. Da muss ich jetzt ganz heftig reingrätschen, weil ich gehört habe, also ich kenne ja nun die russische Propaganda wirklich sehr gut und genau die gleiche Geschichte war bei der Krim. Da wurde gebracht, dass Juden aus der Krim fliehen, weil sie Angst haben vor Ukraine. Und dann hat sich der Rabbi hingestellt und hat gesagt, das sei eine Reine, die sind aus der Krim geflohen, weil sie Angst hatten vor den russischen Besatzern. Das kann man alles nachlesen, das kann ich auch bringen. Und der Präsident der Ukraine ist Jude, der Premierminister der Ukraine ist Jude. Und deshalb, wenn sich, dass sich jemand dort bedroht fühlt, weil er Jude ist, das klingt für mich jetzt wirklich abwegig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mit einem jüdischen Präsidenten und einem jüdischen Premierminister. Ich habe in der Ukraine auch nie, da gibt es sicher einen Alltagsantisemitismus, wie es ihn auch in Russland gibt. Der ist leider in der Sowjetunion noch vorhanden. Aber da wäre ich jetzt... In Russland noch vorhanden. In der Ukraine teilweise auch noch. Also Nein, du meinst jetzt aber, weil du Sowjetunion gesagt hast, du meinst Russland.
Der kommt von dort her, ja. Also in allen post-sowjetischen Ländern. In Deutschland erlebt man den ja auch noch leider. Das ist ja, es ist schlimm, aber den gibt es noch, diesen Alltagssemitismus. Den haben wir hier immer noch. Aber jetzt kommen wir zurück mit dem, du sagst, nichts angeboten. Es ist die Frage, was angeboten, Dieter? Russland hat die Charta des Europarates unterzeichnet. Russland hat unterzeichnet die OSZE. Russlands früherer Präsident Jelzin hat gesagt, jedes Land soll sich das selber auswählen können, wo es ist. Das Gleiche hat auch Gorbatschow unterzeichnet. Man hat die NATO-EU, die NATO-Russland-Grundakte unterzeichnet. Russland hat sich in vielfältiger Hinsicht vertraglich verpflichtet, dass es seinen Nachbarländern völlige Souveränität zugesteht. Genauso mit der UNO. Und was du jetzt gefordert hast, das wäre dann, dass wir sagen, ja, es kommt jemand nach Moskau und sagt, ja, eigentlich habt ihr zwar diese Verträge unterschrieben, eure Nachbarn können selber entscheiden, was sie machen, aber weil ihr jetzt solche Angst habt, brechen wir einfach die Verträge, die ihr unterschrieben habt und sagen euren Nachbarn, das gilt nicht mehr. Das ist jetzt nicht mehr da. Wenn man das ganz zu Ende denkt, Dieter, dann ist das die Wahl zwischen Faustrecht und Rechtsstaatlichkeit. Also entweder die Russen müssen sich an die Verträge halten, die sie unterschrieben haben. Gestattest du eine Zwischenfrage? Oder sie kommen morgen, als nächster kommt dann irgendwann Großbritannien und sagt, sie fühlen sich da bedroht. Gestattest du eine Zwischenfrage? Von den Nordiren und dann kommen irgendwann die Basken oder dann kommen andere. Wenn wir dieses Fass aufmachen, Dieter, dann haben wir nur noch Krieg in Europa. Eine Zwischenfrage. Jetzt lass mich doch kurz. Ja. Ich wollte nur eine kurze. Gerne. Ja. Dann wäre aber nach der Logik, die du jetzt gerade vertrittst, das Budapester Abkommen, in dem steht keine Atomwaffen und dafür territoriale Integrität, auch weil es ja erpresst worden ist, auch ein Bruch der Souveränität Ukraine gewesen. Nochmal, die Ukraine hat das freiwillig damals unterzeichnet, und zwar einfach, weil man ihr viel Geld dafür gegeben hat. Nennen wir die Dinge beim Namen. Okay, und es ist sehr spannend, dass für diesen Transport der Atomraketen haben die Amerikaner bezahlt. Also wenn die es jetzt wirklich den Russen ganz so schlecht gemeint hätten, und die Ukraine hier zum großen Gegner hätten machen wollen, dann hätten sie nicht dafür bezahlt, dass die ukrainischen Atomwaffen nach Russland gehen. Und der Bruch dieses Memorandums, Russland hat dieses Memorandum ja gebrochen mit der Krim, und von daher ist dieser Bruch zuerst von Russland. Also es ist wie dein Vermieter, wenn du einen Vermieter hast und der dir dann die halbe Bude kaputt macht und danach sagt, du musst immer noch Miete bezahlen. Also wenn einer eklatant einen Vertrag verletzt und eklatant das Gegenteil macht von dem, ja, du schüttelst den Kopf, die haben versprochen, sie garantieren, nicht akzeptieren, sie garantieren die territoriale Unversehrtheit der Ukraine und marschieren dann in der Krim ein. Also schlimmer kann man ja ein Abkommen nicht brechen. Aber nochmal, das ist genau das Problem bei Putin. Ich sage jetzt mal einen Satz, den er gesagt hat, und der zwei Sätze zu Putin zum Verständnis. Also Petersburger Hinterhof, da ist er aufgewachsen und da herrschte Faustrecht. Er war ein eher schwacher Junge, darum hat er auch Judo gemacht. Und er sagt, diese Straßenuniversität, so nennt er das, die hat ihn gelehrt, dass nur Stärke zählt, der Schwache wird geschlagen. Der Starke setzt sich durch. Und dann einen ganz entscheidenden Satz. Ich glaube, der ist wirklich ganz, ganz wichtig zum Verständnis von Putin. Der zeigt auch, was so gefährlich ist an seiner Haltung. Er sagt, es ist nicht entscheidend, ob man im Recht ist oder im Unrecht. Entscheidend ist, dass man stark genug ist, um sich das Recht zu nehmen. Ich glaube, das ist was du jetzt auch nicht für richtig hältst, diese Einstellung. Oder findest du das gut? Na, es ist jetzt nicht eine typische Beschreibung von Putin, sondern es beschreibt die Weltpolitik und besonders die der USA. Aber jetzt... Da findest du aber auch schlecht, dann musst du es ja bei Putin genauso verurteilen. Nein, natürlich finde ich immer das Recht des Stärkeren falsch und die Stärke des Rechts richtig. Das ist ja ein Satz von Willy Brandt. Und das Völkerrecht kann man auch nicht einfach neppisch behandeln. Das ist alles richtig. Aber ich weiß nicht, ob wirklich das der treibende Faktor ist. Ich weiß es nicht. Wenn du dir da so sicher bist, dann ist ja eigentlich nur noch der Sturz Putins, was so ähnlich ist wie wir stürzen Zelensky. Also dann, das wird ja auch als Drohung verstanden, dann ist ja nur noch der Sturz Putins die Lösung des Problems. Übrigens, als unser Wolfgang Gierke in der Westukraine damals war
und die Leute der Adenauer Stiftung getroffen haben, haben sie ihm damals schon gesagt, das Interesse der Adenauer Stiftung und das Interesse auch der USA ist der Sturz Putins. Und die haben wörtlich zu ihm gesagt, der Verbündete, da müssen auch Zeugen dabei gewesen sein, ein Maidan auf dem Roten Platz. Das sind auch keine schönen Aussichten, wenn du sowas gesagt bekommst. Und ich finde, so wie man auf bestimmte Ängste der Ukrainer, das haben wir jetzt übereinstimmend festgestellt, was da auch den gewählten Präsidenten anbetrifft, zutreffen, muss man auch das sehen. Dass zu der Findung eines klugen, tragenden Kompromisses zählt immer, dass das der andere und die anderen mit verstanden werden. Sonst bringt das alles nichts. Das sagt dir übrigens auch schon Machiavelli, also das ist nichts Neues. Und das ist das Problem, wo die USA bisher Großmachtspolitik betrieben haben, haben sie nie Rücksicht drauf genommen. Putin ist in den Bundestag gefahren, du kennst ja, weißt das ja, seine Rede 2001, das war eine ausgestreckte kameradschaftliche Hand, die er dort gegeben hat. Und die ist vom Westen in Wahrheit nicht angenommen worden. Das war viele Putin-Kenner, du zählst ja nun auch dazu, sagen, das war ein anderer Putin. Was ist mit Putin in der Zwischenzeit passiert? Musst du mir beantworten. Das kann ich dir sehr gut beantworten. Er hat ja einen Blick, da seid ihr euch beide ähnlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht deshalb auch, er hat den Blick, dass im Westen alles sozusagen verfault ist und dass der Westen genauso zynisch ist wie das sowjetische System und dieses System. Und für ihn war es deshalb, er dachte, ich mache jetzt da mit. Der wollte auch am Anfang, hat er das gesagt, also es wurde nicht ernst, da wollte er in die NATO und wollte sich völlig annähern. Und er war sich sicher, dann ist er da dabei und das ist ja auch seine Meinung, sagt er auch immer, bei uns werden auch die Wahlen alle manipuliert, bei uns wird alles, also das ist höchst undemokratisch. Und jetzt, natürlich ist es bei uns nicht so demokratisch, wie es sein sollte, da brauchen wir überhaupt nicht reden, das ist überhaupt kein, ich leide da ja selber drunter und da bin ich ja völlig einverstanden. Aber als dann der Westen kam mit Menschenrechtsverletzungen und die sind halt nun mal in Russland eklatant, ich werde ja auch massiv angefeindet und ist vieles unschön, aber ich bin noch am Leben, das ist auch schon mal schön und ich bin noch in der Freiheit. Und als der Westen dann immer kam mit Vorwürfen, da wurde ihm das dann allmählich zu viel. Der Wendepunkt für ihn, da bin ich überzeugt, war die ukrainische Revolution 2004. Da dachte er sich, ich bin hier, ich biete ja was an und alles. Und dann machen die mir eine Revolution hier vor der Haustür. Die haben mich doch, ich sage es jetzt so krass, wie er das ausdrücken würde, er liebt ja kräftige Begriffe, die haben mich doch verarscht. Und die machen mir das hier vor der Haustüre. Das war für ihn der Wendepunkt. Und natürlich haben auch, du hast schon die Adenauer Stiftung angesprochen, natürlich gab es da auch Einflussnahme und all das, aber diese Sichtweise, die er hat, dass das alles von den USA bezahlt war, dass die Demonstranten von den USA sozusagen auf die Straße geschickt wurden, das war eine seiner fatalen Fehleinschätzungen, auf denen auch jetzt der Einmarsch beruht. Denn wenn es so einfach wäre, und da sind wir uns jetzt auch wieder einig, Millionen auf die Straße zu kriegen, dann hätten die USA mit Sicherheit schon längst das in Moskau geschafft. Also wenn die Bevölkerung nicht unzufrieden ist, massivst unzufrieden, dann klappt das einfach nicht. Und das sieht man ja auch jetzt. Ich bin überzeugt, hat mir jetzt auch heute Quellen aus Moskau nochmal bestätigt, er war wirklich überzeugt, so hat man ihm das auch gesagt, dass spitze jetzt etwas zu, dass er am zweiten Tag in Kiew, dass seine Truppen mit Rosen beworfen werden und man sagt, endlich sind wir jetzt befreit von diesem faschistischen Regime dort, weil das von früh bis spät, ich erzähle dir eine kleine Geschichte, weiß ich aus dem Umfeld, in der Früh trifft er sich mit seinem Pressesprecher und Vertrauten, erklärt denen die Welt, die haben dann immer ihre Telefonate mit den Chefs der großen Medien, die unter dem Einfluss des Gesprächs mit ihm erzählen sie denen dann, was da los war. Und am Abend in den Fernsehsendern macht Putin den Fernsehsender an, ich vereinfache es, und sie sagt dann, Mensch, das ist ja genauso, wie ich mir es gedacht habe, so passiert das. Und ich glaube, dass er wirklich gedacht hat, die Ukraine teilweise, dass da
großer Rückhalt da ist und dass sehr, sehr viele unzufrieden sind. Und er hat völlig unterschätzt, dass er die Ukraine durch diesen Angriff massiv einigt sogar, das, was er überhaupt nicht wollte. Also ich denke, die Ukrainer machen ja auch viele Fehler. Alle machen Fehler. Diese Sprachpolitik missfällt mir zum Beispiel sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Also brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist, in meinen Augen ist das sehr unschön. Und ich sage das jetzt ungern, weil ich nicht dem Land, das angegriffen wird, da jetzt noch... aber gibt ja Sachen, die man kritisieren kann. Aber so wie Putin das meinte, dass es eben da die Mehrheit regelrecht froh wäre, das ist nicht der Fall. Und jetzt hat er die Ukraine, ich bin ja wirklich bestens vernetzt, selbst ethnische Russen und die nur Russisch sprechen oder sich aufgeregt haben über diese Sprachpolitik, die sind jetzt alle einig und sagen sich, wir müssen unsere Heimat verteidigen. Und dieses, ich nenne das irrational bei Putin, ist wahrscheinlich der falsche Begriff. Es ist nicht irrational. Ich glaube, bei Merkel hatten wir ja ähnliche Erscheinungen. Oder auch Helmut Kohl wahrscheinlich. Wenn man 16 Jahre an der Macht ist, dann gibt es Probleme mit der Realität, weil man halt in einer Blase sich irgendwann dann befindet, weil man dazu neigt, dass man von Speichelleckern dann umgeben wird. Der Biden hat das vielleicht schon nach einem Jahr an der Macht geschafft, kann ich nicht beurteilen, aber da spricht einiges dafür. Und im autoritären System ist das natürlich noch massiver und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem und ich glaube auch jetzt, wenn ich mir das anschaue in Moskau, die Gesichter von Putin, von Shoigu, dem Verteidigungsminister und von Gerasimov, die haben sich das nicht so vorgestellt. Die sind jetzt in einer ganz schwierigen Situation und meine Quelle in Moskau, der wirklich da, ich sage nichts, aber weil ich den sonst gefährde, der sagt, Putin ist jetzt ein bisschen wie jemand, der mit dem Rücken zur Wand steht. Er hat ja mal diese Situation geschildert, dass er im seinem Elternhaus auf der Treppe eine Ratte gejagt hat und die dann in die Enge getrieben hat und dann war die an der Wand und dann hat sich das umgedreht, dann hat die Ratte ihn angefallen und drum darf man nie jemand in die Enge treiben. Und er fühlt sich jetzt im Moment, fühlt er sich in die Enge getrieben und das ist wirklich eine Gefahr, diese Situation, dass er sich das also, fühlt und wie rational er da bleibt. Boys, wenn also erstens stimme ich rein de jure mit Putin in der Einschätzung der sogenannten Revolution auf dem Maidan überein. Das war für Staatsrechtler ein Putsch. Das ist auch nicht institutionell gelaufen, die Verklärung im Westen. Eine Revolution war es. Das ist eine Verklärung. Also wenn da SS-Runen gezeigt wurden. Die Oktoberrevolution, für mich der Oktoberputsch. Ja, also das war kein Oktoberputsch, das waren mit SS-Runen, mit Totenkopf, Schädeln der SS und Bandera-Symbolen war es nicht. Verrückte dabei waren, du hast in jeder... Okay. Ja, also zweitens, dass die Russen verarscht wurden und dass Genscher ihm angeboten hat, die NATO rückt nicht näher ran, ist jetzt fast ein Karlauer geworden. Da kann man da streiten, du, da kommen wir nicht zum grünen, auf den grünen Zweig zusammen. Da bleibe ich dabei. Was ich gehört habe von Genscher, das ist nicht der Geist dieses Abkommens. Wenn die NATO jetzt näher ranrückt, mussten die Russen so verstehen, dass das ein, und die haben dann vertraut, das ist natürlich auch. Die Russen sind doch keine Idioten, wenn sie es nicht haben reinschreiben lassen, wussten sie selbst, wenn sie... Über den Geistes- und Promillezustand, über den Geistes- und Promillezustand von Jelzin haben wir wahrscheinlich eine ähnliche Einschätzung. Das war ja unter Gorbatschow. Ja, aber das war ja dann auch unter Jelzin noch danach. Also die ganzen, egal. Also da jedenfalls fühlen die sich verarscht. Übrigens auch Gorbatschow fühlt sich verarscht. Ich habe den jetzt gerade wieder in irgendeinem Interview gesehen. War das so ausgegangen. Hängt von der Tagesform ab. Also beides keine sehr stabilen Zeugen. Keine sehr belastbaren Zeugen, aber Genscher scheint mir ein belastbarer Zeuge in dem ganzen Spiel zu sein. Übrigens auch Baker hat das auch zugegeben. Aber die Russen haben ja die Grundakte unterzeichnet und da haben sie es ja nachgewiesen. Ja, aber auch Baker hat zugegeben, dass das in dem Gespräch eine entscheidende Rolle spielte. Hat Baker zu. Es gibt irgendwo, glaube ich, Memoiren oder irgendwas Ähnliches von ihm, wo er das schreibt. Und Genscher hat das auch und viele, die mit denen zusammen waren, ich glaube, so ein Kanzleramtsminister, der dabei war, hat das auch nochmal bestätigt. Aber es ist auch, die Russen mussten das so auffassen,
Sie waren blöde, dass sie sich nicht haben schriftlich geben lassen. Nur es wäre ein... Ja, entschuldige? Sie waren nicht blöde. Also die neueste Forschung ist, dass die Russen das wollten, dass der Bush gesagt hat, das kommt mir nicht rein. Und dass die Russen sich dann mit vielen zusätzlichen Milliarden haben erkaufen lassen, dass es eben nicht reinkommt. Das ist jetzt, also das ist die... Ist das auch der letzte... Forschungsstand, kann ich auch zeigen... Ist das das, was letzte Woche im Spiegel gestanden hat? Da stand was anderes. Nee, da ging es ja um die Gespräche, die man vorher hatte. Ja. Und das ist in den, also Gorbatschow hat ja mal gesagt, das hat er auch, daher hatte ich die Info, dass es das gar nicht gab. Und anders hat sich aber früher auch schon mal anders geäußert. Und jetzt der neueste Stand. Ich glaube, in der Welt war das ein Interview mit der Historikerin. Kann man googeln. Ich schaue mal, dass ich es unten in der Videobeschreibung verlinke. Gut. Da ist aber, dass man sehr wohl darüber gesprochen hat, dass die Russen das wollten. Und dass dann aber Bush sagte, das kommt mir nicht rein und das will ich nicht. Und dass man dann mit vielen Milliarden, dass dann die Russen halt gepokert haben, weil es ja ohnehin damals eher unrealistisch schien, dass der ganze Warschauer Pakt auseinanderfällt. Also jedenfalls, sie behalten fest, und das wirst du auch nicht bestreiten, sie fühlen sich verarscht. Fühlen sie sich. Ja. Und, also ja, Putin. Und sie, viele Russen mit ihm nicht Putin, an. Ja, aber weißt du, diese Psychodeutung, da bist du vielleicht der Fachmann, der das auch psychologisch einschätzen kann. Ich habe das zwar mal irgendwann studiert, und mein Doktor drin gemacht, aber ich würde mich an die Psyche von Putin so wenig ranwagen wie an das Weltall und die schwarzen Löcher. Das ist, glaube ich, überhaupt immer ein falscher Zugang. Ich habe auch die Psyche von Adolf Hitler, hat mich auch nie interessiert, wobei ich nie Putin und Adolf Hitler jetzt in einen Vergleich bringen würde. Mich hat auch Lenins Psyche und auch die von Salvador Allende und Willy Brandt, das hat mich alles nicht so interessiert. Ich weiß schon, dass da immer Geschichten waren. Aber letztendlich agieren diese Menschen doch sehr rational aus einer Funktion und können sich bestimmte psychische Sperenzien gar nicht leisten. Ich will mal eine Frage an dich stellen, auch mal sehr persönlich, die wirst du mir nicht übel nehmen. Ist es nicht für dich auch befremdlich, du wohnst jetzt überwiegend in Montenegro? Das ist wunderschön und ich beneide dich in verschiedenen Jahresmonaten auch darum. Aber du hast hier den Ausschluss aus der Bundespressekonferenz ertragen müssen. Eine widerliche Häme, nur weil du Fragen gestellt hast. Du weißt, dass ich zu denen gezählt habe, die unterschrieben haben, dass die Bundespressekonferenz dich braucht und dass das so nicht geht. Natürlich lebst du und ich auch. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal zu erwähnen. Das ist was anderes wie Journalisten in der Ukraine oder in Russland oder auch bei unserem, oder auch bei unserem besten Wirtschaftspartner Saudi-Arabien, wo Kinder gekreuzigt werden und Frauen gesteinigt und mit dem wir beste Beziehungen haben. Da würden wir jederzeit Nord Stream 2, 3, 4, 5 machen mit Saudi-Arabien. Trotzdem die Menschenrechte dort nun wirklich härter strapaziert werden als in Russland und der Ukraine. Also, aber ist es nicht für dich befremdlich, dass dieselben Medien, die bei dir hämisch den Austritt aus der, und dieselben Typen, ob das Thilo Jung ist und ob das Böhmermann ist und ob das Krömer ist und die ganzen Figuren, dass dieselben jetzt eigentlich an deiner Seite auch Putin in derselben, fast mit derselben Sprech verurteilen, wie sie damals dich verurteilt haben? Nur wegen Fragen. Nur wegen Fragen. Du hast ja wirklich wenig Statements. Es sind ja eigentlich nur Fragen. Ja. Und wenn man Fragen heute stellt, weißt du, ich stelle auch ein paar Fragen im Internet, dann kommen dieselben Figuren und schreiben, aha, sie unterstützen und haben den Einmarsch von Putin in der Ukraine damit unterstützt, nur weil ich eine Frage gestellt habe. Dieser Mechanismus, sollte der uns nicht zu denken geben, dass man schon für kritische Fragen an den Pranger gestellt wird? Natürlich soll uns das zu denken geben, bin ich völlig bei dir und ich bin ja der Erste, der hierzulande diese Missstände kritisiert. Und was ich ja ganz interessant finde, dass es da dann sogar heißt, also es gibt dieses schreckliche Portal, ich nenne den Namen jetzt gar nicht, das ist für mich die Junior-Stasi, also die ständig gegen mich hetzen und wirklich ganz schlimm. Und die hatten ja dann die Überschrift Reitschuster von Russland bezahlt und jetzt hatten sie dann eine Geschichte dann wieder und dann schreiben sie, ich hätte gesagt, dass der Putin nichts macht und bringen dann ein Zitat vom Gast
Gastautor. Also die manipulieren Faktenchecker und manipulieren wirklich auf primitivste, dreisteste Art. Im Gegenteil, es spricht ja für mich, dass ich auch Gastautoren dann habe oder andere Meinungen auf meiner Seite habe. Dann sagt man, der Reitschuster habe das gehabt. Und das ist etwas, was wirklich sehr, sehr unangenehm ist. Aber ich sehe das, wir haben ja auch viel über die Demonstrationen gemacht. Und natürlich läuft da auch mal ein Reichsbürger mit. Ja? Und natürlich ist da auch mal ein Nazi. Und für mich wäre jetzt wirklich eigentlich das Geschickteste, ich würde mich wegducken, würde schauen, dass ich da relativ wenig mache über dieses Thema, weil es natürlich auch vielen, es sind nicht so viele, es sind relativ wenige, aber die sind dann sehr energisch, nicht gefällt, wenn man Putin kritisiert. Und das sind teilweise die gleichen Leute, Dieter, die mich vor 10 Jahren dann noch kritisierten, der ist viel zu überzogen mit dem Putin und der sieht das völlig falsch. Das sind die Opportunisten und die schwimmen immer da, wo gerade das ist. Wenn denen morgen jemand sagt, ich sage es jetzt ganz, ganz böse, wenn morgen hier Putin die Macht übernehmen würde, ist jetzt, dann wären die Ersten, die den loben würden und noch viel mehr als du und sagen würden, endlich und wir sind jetzt hier. Und an denen kann man sich nicht orientieren. Das heißt, ich muss meinen eigenen Weg gehen. Ich war 16 Jahre in Russland. Du weißt das selber, dass ich dieses Land wirklich innig liebe. Ich fühle mich als halber Russe. Und ich bin in diesen 16 Jahren einfach zu dem wirklich zutiefst aufrichtigen Schluss gekommen, dass Putin gefährlich ist, dass er eine gefährliche Politik betreibt. Leider wurde ich jetzt bestätigt. Und ich finde es aber auch umgekehrt wichtig, dass ich Gespräche jetzt heute wie mit dir mache und dass man sich austauscht, dass man sich auch mit anderen Meinungen austauscht. Das finde ich immer extrem wichtig und auch eine Frage der Fairness den Lesern gegenüber. Aber es wäre ja jetzt absurd, wenn ich sage, ich habe zwar eine Meinung, die ist die eine, aber weil das jetzt sozusagen das Gleiche ist, was Böhmermann im Moment sagt oder noch irgendjemand oder Thilo Jung, der übrigens bei Sachen NATO wahrscheinlich viel näher ist bei dir als bei mir. Also Gottes Willen. Gottes Willen. Übrigens jetzt gerade in der Bundespressekonferenz, ich sage freundlich, hallo Herr Jung und keinerlei Reaktion, so als ob man einen nicht sehen kann. Das sind doch Brüche von Zivilisationsstandards, oder? Ja. Also ich meine, wir sind wirklich ganz unterschiedlich politisch, ja? Aber wir unterhalten uns wie sehr zivilisierte Menschen und in einem wirklich normalen Ton und da wird nicht mal mehr gegrüßt. Und das ist doch der tiefere Grund des Problems auch, Dieter. Und ich verstehe doch die Menschen, die haben gesehen, sie wurden bei ganz vielen Themen ständig angelogen von den großen Medien. Bei Corona war das am massivsten. Und jetzt sagen genau diese Medien, sagen jetzt, Putin macht das und das und das. Ich kann es doch verstehen, dass die erste Reaktion ist, ihr? Die erste Reaktion ist doch dann, wenn die großen Medien das bringen, dann muss es doch auch wie bei Corona sein. Und das ist das eigentliche grundlegende Problem, dass wir hier eben unser eigenes Haus überhaupt nicht aufgemacht haben, dass das Misstrauen der Menschen so groß ist gegen das eigene System, dass sie eben hier nicht mehr glauben. Und da bin ich auch wieder bei dir, da wurden halt auch viele Fehler gemacht, auch von den Vereinigten Staaten und von der NATO. Es ist eigentlich, so tragisch das klingt, das Grundproblem ist, dass wir unser eigenes System, dass das in einem schrecklichen Zustand ist. Und also wir haben ja fast so... Entschuldigung. Wenn ich das noch ganz kurz, weil wir jetzt hier wieder zurückgehen, aber dass das nicht in irgendeiner Form als Relativierung kommt, weil im Moment in Kiew Freunde von mir, wirklich ganz nahe Menschen, die fürchten um ihr Leben und das dürfen wir auch nie aus dem Hinterkopf jetzt. Also wir haben hier eine sehr komfortable Position. Ja? Du weißt, was ich meine, dass das jetzt nicht so rüberkommt. Da ist hier, da fürchten Kinder, Frauen und Millionen Menschen ums Leben und wir machen hier eine abstrakte Diskussion. Also so ist es nicht gemeint. Also ich sitze jeden Morgen an meinem Bettrand und bete jetzt zu meinem atheistischen Gott, dass dieser Krieg möglichst bald zu Ende geht, also schnell zu Ende geht. Ich möchte, dass einfach dieses Leiden, was immer die kleinen Leute trifft und nie die in den Führungsbunkern, dass das zu Ende geht. Ich finde, wir möchten trotzdem nochmal auf den Punkt zurück. Ich glaube, wir haben ja den Spannungsbogen unseres Disputs jetzt überwunden oder überschritten. Also das Gespräch neigt sich jetzt sozusagen einem jetzt nicht finalen Ende, aber einem vorläufigen
technischen Ende zu, zumindest wenn ich, wenn ich die Regie jetzt einfach, du bist der Gastgeber, da nur mit stimulieren darf. Aber wichtig ist eins, du hast nie Geld von irgendwelchen Querdenkern bekommen. Ich habe nie Geld aus dem Kreml bekommen, mein ganzes Leben nicht ein Mark. Und was, wenn wir uns irren, du und ich, dann irren wir uns freiwillig und nicht aus korruptiven Gründen. Das ist ganz wichtig. Der furchtbare Mechanismus, ich finde die NATO brutalst möglich, du findest Putin schrecklich oder gefährlich. Und das wird wahrscheinlich auch in den Köpfen derer sein, die vielleicht irgendwann einen Waffenstillstand und mehr aushandeln können. Aber wichtig ist der Mechanismus, mit dem man bei uns mittlerweile freie Meinungsäußerungen, solche Dispute, wie wir sie jetzt gerade führen, wo vielleicht schon morgen wieder jemand sagt, das ist ja die Querfront, dem Reitschuss, der Reitschuss, der dem. Naja, kann dir alles passieren. Unbedingt, das wird kann dir alles passieren. Ja. Dass wir da, und da sind wir eine kleine Minderheit, die Fragen stellen und den Arsch in der Hose haben, uns nicht einschüchtern zu lassen, mit einer gewissen, sagen wir mal, materiellen Abgesichertheit, also die ich zumindest mal für mich beanspruche. Das ist vielleicht der Grund, ich weiß nicht, wie ich mit 800 Euro im Monat argumentieren würde. Ja, verstehst du, das muss man ja auch immer sehen. Ich erlebe viele Menschen, die einfach die Schnauze halten, weil sie Angst haben, wenn sie in Corona eine andere Meinung vertreten, sind sie draußen oder so. Oder jetzt auch in der Russland-Frage. Wichtig ist, dass man die Mut sich behält, gegen den Strom zu schwimmen. Und wenn wir, das sind wirklich westliche Werte. Die sind, und zwar deswegen westlich, weil sie von 1789 der Französischen Revolution, der Gewaltenteilung, also dem Beginn der bürgerlichen Demokratie eigentlich mit dem Kurzzivil begonnen haben. Und weil sie dort gestiftet wurden. Und wenn wir diese Fragen, die Journalisten eigentlich machen müssen, die Fragen, die du mir hier gestellt hast und ich im umgekehrten Sinn, ich bin ja auch ein halber Journalist, auch dir gestellt habe, wenn das verloren geht, dann haben wir alles verloren. Weil die Meinungsfreiheit, das ist zwar nicht das Stück Brot, was man hat und die Milch, die man morgens bekommt und den Schlafplatz, das ist sicherlich noch lebensnotwendiger, aber ohne Meinungsfreiheit wird das Brot weniger und die Milch weniger und die Schlafplätze weniger. Und deswegen sind für mich zum Beispiel immer demokratiepolitische Forderungen an Gewerkschaften gebunden. Ja, das ist wahrscheinlich auch bei dir so, dass du das Gewerkschaftsrecht auch hochachtest und so. Also ich finde, dass wir einfach diesen Diskurs erhalten müssen, bei dem du deine Position zu Putin immer etwas weiterentwickelst und ich meine Position zu Putin auch, aber auch zu Ukraine weiterentwickle, aber man im Gespräch bleibt. Ich glaube, das ist das ganze Problem, was hier fehlt. Und deswegen ist halt, also ich finde diesen ganzen, es ist auch ein Stück Trotz bei mir. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht verstehst du das auch ein bisschen aus meiner Biografie mit 71 Jahren, die ich vom Vietnamkrieg bis heute, habe ich dieselben Mechanismen, ob das bei Corona, ob das beim Gendern, ob das bei der Klimafrage, ob das bei der Frage jetzt des Russland-Konflikts, ob es bei der Frage der Aufrüstung, ob es bei der Frage der Atomraketen in den 80er Jahren ist, immer dieselben Mechanismen, dass man eigentlich schon den Fragenden dafür, dass er sagt, guck mal, der Kaiser hat ja gar keine neuen Kleider an, in die Hölle wünscht. Und das, wenn man die Macht hat, das virtuell über Facebook, dann schrecklich, da bin ich völlig bei dir. Das ist ganz, ganz schrecklich. Und du siehst das ja, ich habe ja Thilo Jung, dem Restle, ganz, ganz vielen Gespräche angeboten, aber die lehnen das ja ab, weil sie sozusagen mit Ketzern nicht sprechen wollen. Das war jetzt ein wunderschönes Schlusswort. Ein Hoch für die Meinungsfreiheit, ein Appell für die Meinungsfreiheit. Vielen Dank, Dieter. Und ich finde es schön, dass wir bei so konträren Ansichten ganz fast freundschaftlich, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ich würde sagen, wir haben sehr konstruktiv und höflich haben wir miteinander diskutiert. Und du hast recht, ich will uns jetzt hier nicht loben, aber ich würde mir mehr in dieser Art wünschen. Vielen Dank, alles Gute. Vielen Dank auch Ihnen, alles Gute. Liebe
Danke, danke. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuschauer. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie und unterstützen Sie auch, weil wir kriegen keine GEZ-Milliarden wie die großen Sender. Das ist alles handgemacht. Das sehen Sie auch, wenn hier jetzt manchmal die Kamera wackelt, dann liegt das daran, dass der Stuhl hier bei meinen Mitarbeitern, wo wir das aufnehmen, nicht so fest ist. Und da ist noch die sowjetische Fahne. Eieieiei. Nein, nein, Moment, Boris. Das ist die Fahne der italienischen Kommunistischen Partei, nicht die der Sowjetunion. Du wirst schon auch noch erwachsen, Dieter, und sagst dich dann los von den sozialistischen Ideen. Und das Wichtigste ist, wie gesagt, also Putin ist alles andere als ein Kommunist. Das habe ich Danke nochmal. Alles Gute. Wiederhören. Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Wir sehen uns so.